Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden. Hallo und herzlich willkommen bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Evelyn Oesch hat seit der Kindheit schon eine Laktoseunverträglichkeit gehabt. Bauchweh und Verdauungsbeschwerden haben ihr bis vor kurzem das Leben schwer gemacht. Am Schluss hat sie sich nur noch von Herdöpfeln ernährt, bis sie endlich die richtige Diagnose bekommen hat: Reizdarm. Verdauungsbeschwerden sind leider auf dem Vormarsch. Zum Glück versteht man heute aber auch besser, welche Lebensmittel Probleme bereiten. Mit einer sogenannten FODMAP-Diät kann man herausfinden, was man beim Essen weglassen muss. Meine Magen-Darm-Beschwerden begleiten mich eigentlich schon das ganze Leben lang. Ich habe schon seit ich klein bin eine Laktoseintoleranz. Dann hat es eigentlich in der Pubertät wieder angefangen. Ich hatte vermehrt Beschwerden und habe nicht gewusst, wieso. Also ich hatte wirklich Durchfall, Beleidigungen und Magen-Darm-Krämpfe einfach. Nach Lebensmittel, wo ich musste sagen, wieso jetzt das plötzlich? Die 24-Jährige wiegt nur noch 48 Kilo. Ihr Hausarzt will ihr eine Essstörung andichten. Auch eine Darmspiegelung bleibt ohne Ergebnis. Sie haben mir gesagt, Frau Oester, seid das medizinisches Rätsel. Ihr seid eigentlich gesund, euch geht es gut. Und ja, habe ich gedacht, okay, muss ich akzeptieren. Und dann bin ich aber zur Frau Studer rausgekommen. Und sie war eigentlich die Erste, die mich ernst genommen hat, die meine Beschwerden vor allem ernst genommen hat. Die Ernährungsberaterin Diana Studerus lässt zuerst einmal zu, was die Symptome sind. Anhand dessen lässt sich oft schon eine erste Einschätzung machen. Und dann geht es darum, eine standardisierte Diät zu machen, 2 bis 4 Wochen, um herauszufinden, welche Lebensmittel Probleme bereiten. Meistens sind es mehrere. Es gibt die Patienten, wo man einfach wie kann sagen, okay, Milchzucker weglassen und alles ist gut. Aber das sind, ich würde sagen, ganz wenige. Bei den meisten von meinen Patienten, die eben mit so dem Bleibauch kommen, ist es eine Kombination von 1 bis 3 Nahrungsmittelinhaltsstoffen, die Beschwerden macht. Das eben ist häufig Milchzucker, Fruchtzucker oder dann Oligosaccharide. Das sind so längere Zuckerverbindungen, die eben zum Beispiel im Kabis vorkommen oder im Zwiebeln- und Knoblauch, die bei vielen Menschen Bleibauch machen können. Dank der Forschung weiss man heute mehr über das Mikrobiom. Das sind alle Bakterien im Darm zusammen, die Lebensmittel verdauen. Und dann gibt es halt Lebensmittel, die die Bakterien schwieriger aufspalten können und schlechter aufgenommen werden. Die nennt man zusammenfassend FODMAP. Und die FODMAP gilt es das erste Mal zu vermeiden. Eben der Begriff FODMAP wird häufig als Foodmap ausgesprochen, hat aber nichts mit Food zu tun, also Essen, nicht mit Map für Karten, sondern FODMAP ist eine Abkürzung für fermentierbare Oligodimonosaccharide und Polyol. Und jetzt sind wir ganz tief in der Biochemie. Das sind Bezeichnungen für Zuckerbestandteile. Und Oligosaccharide sind Zuckermoleküle mit 3 bis 7 Molekülen. Das findet man eben vor allem in den Hülsenfrüchten, in Zwiebeln und Knoblauch. Das sind gute Quellen für Oligos. Im Internet gibt es eine ganze Liste oder auch eine App mit einem Ampelsystem zur FODMAP-Diät. Genaueres erfahrt man da im Buch «Nie wieder Blähbauch», wo Diana Studerus Mitautorin ist. Zum Teil auch überraschend, wie das Fencheltee oder Bouillon zu Blähungen führt. Immer mehr Menschen scheinen Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu haben. Und auch der Reizdarm ist auf dem Vormarsch, so schätzen Gastroenterologen wie der Dr. Martin Wilhelmi ein. Er hat am Buch «Nie wieder Blähbauch» mitgeschrieben und er gibt ein bisschen Entwarnung. Ein Reizdarm kann man behandeln und ist nicht die schlimmste Diagnose. Deswegen ist für uns auch der entscheidende Punkt, dass wir von organischen Erkrankungen wie einer Zöliakie, Entzündungen oder eben auch Darmkrebs abgrenzen. Und wenn wir sagen können, das ist alles ausgeschlossen, nennen wir es eben Reizdarm. Und das stimmt, die Prognose ist gut, also das wird nie zu einer schweren Erkrankung führen, die die Lebenszeit verkürzen wird. Blähungen sind normal. Jeder Mensch furzt täglich im Schnitt ungefähr 600 ml, ungefähr 15 Mal. Je nachdem, was man isst, können es aber auch mal 2 Liter pro Tag sein. Foodbelly, so nennt sich das Schwangersein nach dem Essen auf den sozialen Medien. Menschen mit Reizdarm leiden einfach mehr darunter. Ich denke, Reizdarm ist ein Überbegriff für eigentlich eine Störung, die wahrscheinlich aus vielen verschiedenen Ursachen entsteht. Und sicher als Hauptproblem eine Transportstörung im Magen-Darm-Trakt bewirkt, die dann
dazu führt, dass Krämpfe im Bauchraum entstehen können, dass sich Gas ansammelt, dass Blähungen entstehen können. Im Stripped Pizza Restaurant kann Evelyn ein glutenfreies Mittag geniessen. Sonst sind Restaurantbesuche manchmal etwas schwierig. Aber im Alltag ist die Ernährung für Evelyn Oesch wieder etwas Normales geworden. Also, am Anfang war es schon eine Lebenseinschränkung, muss ich sagen. Aber momentan kann ich das eigentlich sehr gut handeln. Ich habe eigentlich alles essen, was ich bisher essen konnte, einfach halt in einer anderen Form. Und es gibt halt auch, je länger, je mehr, immer mehr Nahrungsmittel, die wirklich eben für Leute ist wie mich. Und von dem her ist es eigentlich keine Einschränkung mehr. Dank ihrem neuen Wissen über die Ernährung hat sie auch wieder Gewicht können zulegen und Verdauungsprobleme hat sie manchmal nur noch wegen Stress an der Uni. Wenn Sie mehr möchten wissen zum Thema Verdauungsbeschwerden, dann gehen Sie auf unsere Homepage. Sie finden dort Kontakt zu unseren Magen-Darm- und Ernährungsspezialisten von unserem Beitrag und auch den Link, wie man das Buch «Nie wieder Blähbauch» bestellen kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und auf Wiedersehen bei «Checkup», das Gesundheitsmagazin. «Checkup», das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von «Hirslanden».